das ging ein bisschen schief. Heute geht es mal nicht um Drohnen, heute geht es einfach mal um Smartphones. Und zwar, warum sie aussteigen, ähnlich wie in diesem Fall, naja, der Copter, der ist gerade auch ausgestiegen. Diesmal geht es darum, dass Handys aussteigen, ihren Dienst versagen und in einem vermeintlichen Bootloop hängen bleiben. Dieses Problem hatten wir in vergangener Zeit, gerade auch in dieser Playlist, schon des Öfteren angesprochen. Es gibt noch einen weiteren Grund, der mir aufgefallen ist. Hauptsächlich kommt dieser, zumindest nach meiner Auffassung, korrigiert mich, wenn das in anderen Fällen auch so ist, hauptsächlich in den Fällen, wo KitKat installiert ist. Das heißt, ab der Version 4.4.2 oder 4.4 KitKat halt, da passiert es schon mal gelegentlich, dass ein Handy, das voll gestopft ist mit Apps und Bilder und Informationen, nicht auf die externe SD-Karte zurückgreifen kann und tatsächlich komplett seinen Dienst versagt. Es wird beispielsweise ein neues Update aufgespielt oder versucht, es ist aber nicht mehr genügend Platz vorhanden und das Handy blockiert sich vollständig und startet nicht mehr hoch. In dem Fall hat man schon mal öfter das Pech, dass der ein oder andere in die Situation gerät, dass sein Handy in einem Bootloop stecken bleibt und das nicht mehr zu reaktivieren geht. Oder zumindest, naja, nur mit Glück. Und wir schauen uns das am besten einfach mal an. Hier haben wir so einen Fall. Geschickt bekommen habe ich das von der Angelika. Es handelt sich um ein Samsung Galaxy Mega 6.3 LTE und das ist vollständig blockiert und im Bootloop stecken geblieben. Nachdem also der Akku und auch das Ladekabel und so weiter inspiziert wurden, habe ich da keinen Fehler feststellen können. Insofern musste die Quelle irgendwo anders sein. Man startet also im Recovery-Modus oder im Odin-Modus und der war im Prinzip gar nicht vorhanden. Der war plötzlich nicht mehr da, weg. Glücklicherweise ist das Gerät nicht kompromittiert. Das heißt, der NOx-Status, der ist auf 0,0 und auch so ist das Gerät weder geroutet noch sonst irgendwie mal behandelt worden. Der nächste Schritt ist dann also dementsprechend die Firmware neu aufzuspielen. Hier hatte ich es in der ersten Version einmal mit der 4.2.2 Version versucht, das scheiterte allerdings. Eine Fehlermeldung im Display zeigte darauf hin, dass hier bereits eine andere Version installiert war, nämlich KitKat. Insofern das ganze Ding nochmal neu gestartet, wieder in den Download-Modus und KitKat versucht drüber zu bügeln, aber auch das schlug leider fehl. Im weiteren Rahmen des Budgets bleibt allerdings die Möglichkeit, mit einem Ersatzgerät da wieder Abhilfe zu schaffen. Es ging also im Weiteren darum, um ein Ersatzgerät zu beschaffen. Reparatur war mir in diesem Fall leider nicht möglich. Also alternativ dazu ein anderes Samsung Galaxy Mega geholt. Gleiche Version, gleiche Variante. Diesmal allerdings in Weiß. Für die Angelika hier nochmal ein kleiner Tipp. Wenn das Gerät dann hier bei ihr ankommt, wie dann eben weiter fortzufahren ist. Ich habe dementsprechend nochmal eine 16 GB Karte hinzugefügt, damit dieses Szenario beim nächsten Mal hoffentlich erspart bleibt. So dürfte dann auch Platz genug sein für Fotos und dergleichen mehr. Kommt dieses Gerät also dann bei der Angelika an, ist Folgendes zu tun. Wir haben hier einmal den Menüpunkt Einstellungen, der befindet sich hier in dem App-Menü. Und dann gehen wir weiter in Richtung Konten. Hier wählen wir den Punkt Konten hinzufügen. Da tippen wir dann einmal drauf und haben jetzt hier zwei Konten, die wichtig sind. Einmal Samsung-Konto und einmal Google-Konto, da wo die beiden Kreuze sind. Das Samsung-Konto erhalte ich für ziemlich wichtig,
Und hier kann man sich anmelden oder eines erstellen, falls es noch nicht vorhanden ist. Beim Google-Konto wird das wahrscheinlich schon der Fall sein, also in diesem Falle einfach anmelden. Im günstigsten Fall sollten sich die Apps dann wieder selbst installieren. Man hat allerdings auch die Möglichkeit, Facebook dementsprechend das Konto hier wieder hinzuzufügen. Wie bereits erwähnt, habe ich dem 16 GB SD-Karte mit beigefügt. Vielleicht wäre abschließend noch zu erklären, dass ich folgende Einstellungen gemacht habe. Und zwar kann man jetzt mit der Power-Taste das Gespräch beenden, beziehungsweise mit der Home-Taste unten das Gespräch annehmen, wenn Telefonanrufe dementsprechend dann eintreffen, ankommen, wie auch immer. Insofern hoffe ich, ich konnte da ein bisschen weiterhelfen und ja, wünsche viel Spaß mit dem neuen Gerät. Ja, falls euch der ein oder andere Beitrag gefallen hat, abonniert meinen YouTube-Kanal als auch diese Facebook-Seite. Falls ihr Fragen habt, stellt sie einfach und bis dahin, euer John von Psion Park Video. Macht's gut.